Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play Cattle and Crops. Es freut mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde sagen, weiter geht's, oder? Farmer Hubi is back. Let's go mit Tutorial Nummer 14. Ich weiß gar nicht, wo wir aktuell sind. Einzelkornsaat, Mais. Maisaussaat 1 und 2. Los geht's. Es freut mich übrigens, dass einige Farmer-Freunde wieder dabei sind. Sehr schön. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Let's Play-Serie und auch das Ganze drumrum so bei euch ankommt. Ich denke mal, das Tutorial ist wichtig für dieses Spiel. Und ich denke auch, dass nicht gerade viele dieses Tutorial machen werden, sondern einfach drauf losgehen und dann feststellen, dass das ganz schön kompliziert ist, dieses Spiel. Also es ist nicht... wie gesagt, der Landwirtschaftssimulator. Das sind ganz große Unterschiede. Und das muss bei vielen Leuten erstmal klar werden, glaube ich. So, beginne das Tutorial. Es ist wichtig, den optimalen Aussaatzeitpunkt zu wählen. Wow. Mais braucht eine Bodentemperatur von mindestens 8 bis 10 Grad. Krass. Das muss man alles wissen. Gut, wie bei allen Pflanzen gibt es auch bei Mais gute Bedingungen auf dem Feld zu schaffen. Okay, zusätzlich zur Temperatur muss auch für ein optimales Saatbeet gesorgt werden. Dieses wird vor allem durch die vorausgegangenen Bodenarbeiten erreicht. Die Einzelkorn-Sämaschine Lemken Azurit 9, mit der wir nun arbeiten wollen, hat im Gegensatz zu Corn King 6000 keine zusätzliche Saatbereitung. Bereitung an der Maschine. Ist dafür aber kleiner und wesentlich wendiger als die größeren Gespanne. Okay. Die Bodenbearbeitung muss mit dieser Maschine also vor der Saat komplett durchgeführt werden. Das heißt, mit der großen hätten wir das nicht. Mit der kleinen, die wir jetzt haben, müssen wir alles von Anfang an machen, ne? So. Starten wir die Maschinen. Und fahren mal ganz kurz hier vorne hin. Das ist übrigens die Genossenschaft, der Einkaufsort für Saatgut und Dünger. So, hier haben wir die Möglichkeit, Saatgut zu kaufen. Maiskörner-Saatgut für unser Fahrzeug Lemken Azurit. Der hängt hinten dran. Ausgewählte Menge sind 600 Liter Saatgut. Die kaufen wir jetzt einmal. Das kann teuer sein. Muss nicht, kann. Ne? Cool wäre, wenn jetzt so ein Schlauch da reingehalten werden würde. Das wäre schon nochmal so ein kleiner Punkt an Realismus. Oh, es geht vom Preis, oder? Ah, ich fand das jetzt vollkommen okay. Gut, fahre zum Feld Nummer 48. Machen wir. Sehr gerne. Das ist ja zum Glück nicht so weit weg. Müssen wir natürlich ein bisschen darauf achten, dass wir hier nicht alles plattwalzen in der Zeit. Bin ich gerade am überlegen, Tempomat. Welche Stufe jetzt sind? Ich glaube, jetzt sind wir auf Maximum. Genau, sehr schön. Das Feld, das wir heute sehen, ist schon gegrubbert. Damit ist das Saatbett vorbereitet und es kann direkt gesät werden. Ja, wenn man den Tempomat benutzt, sollte man ihn auch benutzen, ne? Und nicht rumschalten wie ein Bescheuerter. 50 km/h ist ja eine vollkommen angenehme Reisegeschwindigkeit hier für uns gerade. So, jetzt fahren wir hier rechts aufs Feld. Ich habe jetzt gerade keinen direkten Feldweg gesehen, den wir nehmen hätten können. Und deswegen fahre ich hier einmal quer durch, bremse stark ab. So.
Nun sollen wir die Saatmaschine ausklappen. Die Sämaschine. Dies funktioniert natürlich hydraulisch und sieht wunderbar aus. Sehr schön. Haben wir gemacht. Da kommen noch die kleinen Dinger. So, jetzt sollen wir ein Stück aufs Feld fahren. Wunderbar. So, dann sollen wir das Saatgerät senken. Haben wir getan. Anschalten. Haben wir getan. Und nun sollen wir die erste Bahn säen. Dazu nutze ich natürlich die automatische Bahnlenkung. Ich finde die ehrlich gesagt ganz praktisch und setze natürlich den Tempomat ein. Und wir säen das Saatgut aus. Herrlich. Guckt euch das an. Schön. Kein Mitarbeiter, sondern einfach nur eine automatische Lenkung. Und das finde ich super. GPS gesteuert, alles easy going hier. So muss das eigentlich immer laufen. So, langsam abbremsen. So, einmal ausschalten, einmal hochheben. Und dann wenden wir einmal. So, zurücksetzen. So wie wir es gelernt haben, werde ich das auch hier machen. Guckt euch das an. Na? Wer ist hier der Saatking? Ich natürlich. So, senken, einschalten. Gib ihm. Hat geklappt? Hat geklappt. Und sauber wird die zweite Bahn gesät. Herrlich. Also, nur mal zur Info, ne? Hier gibt es wirklich jede Menge. Hier ist die Handbremse, die können wir betätigen. Wir können so einiges hier in diesem Traktor alles selbst bedienen. Und das finde ich eigentlich gerade das Interessante. Ne? Das ist schon cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Jetzt bin ich gespannt hier. Langsamer werden. Langsam, 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 langsam. So, jetzt gucken wir einmal das Feldmenü. Das können wir über F1 aufrufen. Wo hatten wir das Feld? Feld, 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 Feld. Hier. Im Besitzfelder. Das Feld 48. Das ist dieses wunderschöne Feld. Und hier sehen wir, zu 12,5% ist es bereits gesät. So, jetzt gibt es eine Bodenvisualisierung. Wo ich die aktivieren kann, weiß ich nicht. Da. Ah, und da sehen wir, wie viel wir schon gesät haben und wie viel nur gegrubbert ist. Nach etwas Rechenzeit kann man, wie bei anderen Bodeneigenschaften auch, nun genau sehen, welche Feldpunkte gegrubbert, gesät oder gepflügt sind. Okay, das ist natürlich wiederum ziemlich cool. Also das sind so Funktionen, die man ja sonst definitiv nicht genießen kann. Aber jetzt... Jetzt haben wir die Möglichkeit, sie zu sehen. Ich meine, diese Visualisierung gab es bereits im LS. Ich vergleiche das Spiel gerne mit dem Landwirtschaftssimulator, weil es viele andere auch tun. Und man kann sie eigentlich nicht vergleichen, weil das hier einfach das komplexere Spiel ist. Wenn du Farmer werden möchtest, dann spielst du das hier. Alles andere ist Blödsinn. Ich sehe aber auch gerade, dass unser Phosphatgehalt fürs Wachstum schlecht ist. Wir müssten das Phosphat deutlich erhöhen, minimal erhöhen, weil der Rest ist okay, die Feuchtigkeit ist okay, die Lufttemperatur ist okay, das Kalium ist vollkommen in Ordnung, der Sauerstoff ist gerade im gelben Bereich, genau wie das Kalium, aber das Phosphat, da muss noch ein bisschen besser werden. Cool. So, Menü schließen. Menü schließen. Menü schließen. Aha. Ach, das war alles, was man wissen musste. Na gut, nö, dann müssen wir auch nicht weiter säen, würde ich sagen. Ach, cool. Einmal ausschalten. Einklappen. Easy. Hat das Spiel jetzt automatisch das Feld fertig gesät? Tatsache. So, dann fahren wir einmal zum Hof zurück. 1,9 Kilometer, dann fahren wir da vorne über die Straße, würde ich sagen, oder?
Ah, es gibt... Natürlich gibt es eine Navigation. Warum sollte es die auch nicht geben, ne? Herrlich. Ich finde die Straßen sehr schmal, oder... Ist das nur so ein Empfinden? Übrigens, das Spiel ist wunderbar mit der Tastatur zu fahren und zu bedienen. Im Leben hätte ich das nicht gedacht. Herrlich. So ein bisschen abbremsen hier. Ah, rechts in der Anzeige sehe ich auch, welchen Tempomat ich aktuell ausgewählt habe. Stufe 3 habe ich jetzt, 50 km/h. Schön. Auch die Umgebung ist schön gemacht. Schön grün. Hier fahren relativ wenig Autos rum, was ich nie verstehen werde. Die machen sogar Platz. Die machen Platz für einen. Herrlich. Nein, also was ich nie verstehen werde, ist, warum fahren in solchen Spielen zu wenig Autos rum? Landwirtschaft passiert nicht nur auf Dörfern. Landwirtschaft passiert auch in Städten. Na, vielleicht ist das ein kleines Dorf hier, wo hier und da mal einer langfährt. Kann ja auch alles möglich sein, ne? Muss man immer so ein bisschen natürlich in Relation sehen, wie es dann auch ist, ne? In den jeweiligen Städten, Dörfern, Schrägstrich. Pipapo. Schön, dass man die Karte auch ranzoomen kann, rauszoomen kann. Mein Gott. Kinder sind heute extrem laut. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber die Kids freuen sich grundsätzlich immer, die Katzen zu sehen. Kinder halt, ne? Ich find's schön. Auch so ein Grund, warum man sich Katzen anschaffen sollte, um Menschen glücklich zu machen. So, fahre neben den Saatpaletten an und halte an. Okay, machen wir. Wie schön man hier lenken kann mit der Tastatur. So, und hier können wir entladen. Das ist gut. Das machen wir natürlich, weil wir brauchen den ganzen Kram nicht dabei zu haben. Jetzt wird die Saatmaschine entleert. Da ist noch einiges drin. 590 Liter werden jetzt geladen. Entladen, Entschuldigung. Und wahrscheinlich hier... Nein. Jetzt sag nicht, da kommt gleich ein Sack dazu. Das wäre mega cool. Komm, bitte. Bestes... Beste Gensaat für sie. Aha. Gedeiht auch auf... nährstoffarmen Ackerland. Wie? Mein Gott, hat der Hahn mich erschrocken. Ah, man muss drinnen sein. Okay, aber wir können von hier aus beobachten, tatsächlich, da kommen Säcke dazu. Das heißt, das wird in Säcke abgefüllt und dann abgelegt. Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Das ist doch cool. Das dauert natürlich seine Zeit. Das sind ja auch ein paar Liter, die wir hier abladen. Ich meine, man hätte von Anfang an sehen müssen, dass wir die besser stapeln, weil so irgendwann würde das zusammenbrechen, weil es untenrum nicht richtig gestapelt ist. Aber man schmeißt auch manchmal einfach einen Sack einfach so hin. Man ist nicht immer 100%. Das ist einfach so. Und hier sieht man es auch schön, dass es nicht so ist. Und es dauert auch. Für dieses Spiel braucht man Zeit. Und das zeige ich euch auch in diesem Tutorial, weil ich es nicht einsehe, das wegzuschnibbeln, wie alle anderen, nur weil die Leute es nicht schauen. Wenn ihr es nicht schauen wollt, müsst ihr halt jetzt vorspulen. Das ist einfach so. Das wisst ihr, dass es hier so ist. So, jetzt sind wir gleich leer, dann haben wir es geschafft. Herrlich. Lasst uns jetzt noch sehen, was aus dem gesäten Mais geworden ist. Wow! Der Mais ist nach wenigen Tagen aufgegangen und die Pflanzen entwickeln sich gut. Um einen weiteren optimalen Wachstumsverlauf zu garantieren,
garantieren zu können, solltest du deine Pflanzen zusätzlich düngen. Wie genau das funktioniert, erfährst du in der Kategorie Düngen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Sehr cool. Gut, nächstes Tutorial: Getreide und Feldgras. Optionales Tutorial? Das gehört dazu. Nix optional. Hier wird jedes Tutorial durchgeboxt, damit wir unsere Farm perfekt aufbauen können. Das erwarte ich hier. Psst, optional. Optional ist keine Option, sondern ein Zustand. Schämen Sie sich bitte, was, liebes Spiel. Optional ist hier ja nix. So, es ist wichtig, den optionalen Aussatzzeitpunkt zu wählen. Für Mais gilt hierbei... Achso, ja, das hatten wir ja, ne? Kennen wir. Gut. Das ist jetzt Maisaussaat, die zweite. So, dann fahren wir nochmal hier hin. Und, suchen natürlich unser Saatgut aus. Achso, Moment. Achso, wir wollen das Saatgut auswählen. Wir wollen... Wähle eine Saateinheit aus. Dünger, Dünger, Dünger. Sollen wir Feststoff Dünger nehmen? Bin ich jetzt blind? Kann ich nur Dünger auswählen? Okay, wir können, wenn ich das richtig sehe, erstmal Düngemittel nehmen. Dann würde ich sagen, nehmen wir Feststoffdünger. Wobei wir ja eigentlich nachgucken könnten, was unser Feld braucht, oder? Wenn wir hier das Feld haben, das ist in unserem Besitz, bräuchten wir aktuell eigentlich nur Phosphat. Das heißt, wir könnten nachschauen, was uns Phosphat gibt. Nämlich dieses hier. Und starten die Befüllung. Gucken, ob das richtig ist. Das ist Superphosphat. Triple Superphosphat. Nicht normales Phosphat, sondern Triple. Ne? Jetzt gucken wir mal, ob das auch passt. Und ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Weil die Saateinheit selber kann ich aktuell noch nicht aussuchen. Außer ich kann sie durchwechseln. Bin ich mir gerade unsicher. Vielleicht übers... Huch. Über das Radialmenü vielleicht. Die Ausbringrate kann man sogar einstellen, Leute. Wahnsinn. Aber ich kann nicht die Saat auswählen. Wir haben jetzt Triple Sass Dingens geladen. Ne? Jetzt sieht man auch hier, dass dieser Fülltyp nicht unterstützt wird. Logischerweise. Weil wir müssten ja jetzt das Saatgut einfüllen können. Oder bin ich jetzt falsch? Hier kann ich nicht weiter runter. Eigentlich müsste ja jetzt hier kommen, dass wir Saat einfüllen können und keinen Dünger, weil Dünger haben wir ja jetzt. Bin ich so falsch?
Bin ich jetzt wirklich so falsch? Oder fehlt uns etwas in diesem Bereich jetzt hier gerade? Weil aus irgendeinem Grund sehe ich nicht, nee, es scheint ein Fehler zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kann ja auch nichts auswählen oder so, ne? Dass ich sage, hey, ich möchte jetzt aber was anderes füllen. Das liegt doch daran, dass wir gar nicht angekoppelt sind, Leute. Das Ding hängt hinten runter. Ich hab's erst gerade gesehen. Jetzt können wir den... Aha, und jetzt können wir das Mais gut ein... Ich habe aus Versehen das Ding abgekoppelt. Und dadurch ging es natürlich nicht. Ich hoffe aber, dass wir mit dem Triple Super Phosphat richtig lagen. Weil wir brauchen ja Phosphat fürs Feld. Weil das Feld benötigt Phosphat. So habe ich das jetzt gesehen. Meiner Meinung nach. Aber vielleicht haben wir da einen Fehler begangen. Das werden wir jetzt sehen. Fahre zu Feld 48. Nein, haben wir nicht. Wir haben alles richtig gemacht. Sehr gut. Ups. Gut. Auf geht's. Zum Feld 48 wieder. Ja, mit dem Gespann sind wir ein bisschen schwerfälliger unterwegs. Wie man sehen kann, ist das Ganze... Oh mein Gott. So. Nicht mehr so einfach zu steuern und zu lenken. Vor allen Dingen sollen wir hier auf der Straße fahren. Auf dieser hier und auf keiner anderen. Ich hoffe, der zählt das jetzt, wenn ich da so andupse ganz kurz. Na komm. Mach Bim. Ja, super. Okay, und das Feld, was wir heute grubbern, säen, ist noch nicht gegrubbert, Leute. Das bedeutet so viel wie, ich lese es gerade. Das Modell, was wir jetzt gerade angehangen haben, hat aber einen eingebauten Teller. Und wir können gleichzeitig grubbern und säen. Das ist gut. Das erleichtert so gesehen deutlich die Arbeit. Das muss man ja mal sagen. Muss ja auch mal sein, ne? Also Arbeitserleichterung ist meiner Meinung nach extrem pflichtbewusst. Zack, zack. Huch. Mein Gott. Ich bin froh, dass die Sitze gefedert sind, sonst hätte ich echt die Eier schon unten auf den Boden hauen. So, habt ihr nicht gehört, ne? Fein. Habt ihr gut nicht zugehört. So, einmal ausklappen das Ganze. Das klappt jetzt da hinter mir gemütlich aus. Ist ein gigantischer Aufbau, den wir dahinter uns ziehen, wenn wir uns das jetzt mal ganz kurz von außen anschauen möchten. Moment, fahr noch mal ein kurzes Stück zurück. So. Dann schalten wir einmal die Saateinheit ein und fahren los, würde ich sagen. Halt und sagen natürlich automatisches Lenken bitte. Und wir säen und grubbern die gleichzeitig die Bahn. Vorne wird gegrubbert, hinten wird gesät. Geile Technik, ohne Spaß. Ich feiere sowas. Ich feiere sowas extrem. Aber das Super Triple Mega Phosphat P46 brauchen wir leider aktuell noch nicht. Wäre aber eine Möglichkeit, jetzt das Feld mit Phosphat zu versorgen.
So, einmal ausschalten, anheben, einmal wenden und die zweite Bahn säen. Wir müssen noch bestimmt ein Stück rüber. So. Oh, na, wenden ist jetzt nicht so einfach. Dann drehen wir einmal so, glaube ich. Genau so ist deutlich einfacher. Zack. Und ich denke auch komfortabel und korrekt. So, senken, einsetzen. Und gib ihm. Richtig? Richtig. Sehr schön. Was ich aber gerade sehe, da hätten wir doch fast. Habe ich das richtig gesehen? Tatsache. Wir hätten da fast ordentlich eine Linie reingezogen. Und ich glaube, die muss nicht reingezogen werden. Die Linie ist dafür da, dass wir immer mittig fahren. So, jetzt prüfen wir einmal den Fortschritt unseres Feldes und sehen, dass alles gut läuft, würde ich sagen. Schließen wir das Menü wieder. Ja, ne, wir überspringen das Ganze, alles gut. Jetzt regnet es wieder so stark, herrlich. Perfekt. So, dann haben wir heute etwas über die Maissaat gelernt und in der nächsten Folge lernen wir etwas über die Drillsaat. Und zwar Getreide und Feldgras 1 und 2. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und tschüssikowski, Leute. Ciao.